So, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic Survival zusammen mit Niklas. Der baut sich einen Thruster, damit er fliegen oder Turbo geben kann, was auch immer. Turbo. Ansonsten bauen wir immer noch Brokkoli und Ananas an, um die fortgeschrittenen Waffen zu bekommen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Und Niklas. Da ist schon wieder ein Feld nicht gewässert. Also die Bewässerung, die ist in letzter Zeit sehr unzuverlässig. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Millionen ich ausballern muss, um den Thruster zu bepowern. Also nicht zu bepowern, zu leveln hier. Muss man Brokkoli und Ananas doppelt wässern? Keine Ahnung. Denkst du? Als ob. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt was testen, aber... Weil die wachsen generell halb so schnell wie die anderen, glaube ich. Oh Gott. Brauchst du noch für irgendwas viele Komponent-Kits? Nö, momentan nicht. Perfekt, dann reichen 8 noch. Wir haben ja alles. Ja, perfekt. Wir haben ja alles relativ hoch gelevelt. Die Autos sind ja gut. Der Thruster ist Level 5, der macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß als der Thruster aus Level 1. Ja gut, selbst ein Level 1 Motor macht ja keinen Spaß. Ja, daher. Soll ich den gleich auf maximale Power machen und gib ihm? Ja, anders geht's nicht. Ja, okay. Nein, mach voll. Ja, voll. Das, also, egal ob Schub oder nicht Schub, aber diese Strom- oder Benzinspar-Variante ist schon immer zu bevorzugen, finde ich. Kommst du mit auf eine Runde? Erste Testfahrt? Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich... Es kann auch sein, wenn er jetzt zu hoch ist, dann ist er zu hoch und dann passieren ungute Dinge. Ich komm rüber. Oh mein Gott. Oh Gott, als ob du dich das traust. Aber dann mach bitte die Radios aus. Okay. Sonst hört man unsere Schreie nicht, wenn irgendwas schief geht. Okay. Hat so, als wären die laut. Okay, erstmal ganz lang. Wir können ganz entspannt anfangen, ne? Und dann möchtest du dich aber zum Rennen raushauen. Wir haben... Bisschen mehr erwartet. Ich hätte vor allem das Fahrzeug ist außerdem voll leicht. Hä? Das kann doch nicht richtig sein. So. Hast du den nicht? Du hast den nicht auf Vollgas. Doch, natürlich, du hast der ist auf. Echt? Hä? Mach keinen Scheiß. Das kann doch nicht alles sein. Ich will schon damit gucken, was zum Fliegen kriegen. Ja, ich muss gleich mal gucken, wie viel. Vielleicht hat er einfach nicht so viel davon. Muss mal Gas. Den Tank gucken. Dabei ist die Karre echt nicht schwer, also. Vielleicht, warte mal, lass mal was. Halt mal an. Ja, ich bremse. Ich bremse doch schon. Halt mal an, ich muss mal was ausprobieren. Mhm. Wo ist dein Motor? Hinten. Mhm. Vielleicht bremst es. Jetzt gib mal Schub. Aber ich glaube, diese Dreiecksteile sind sau schwer. Ja, lass die mal kurz. Warte, ich tu mal kurz auf meinen Wing. Ich glaube, ich möchte das doch nicht mehr. Ich glaube, du möchtest das nicht. Ich will hier nicht dabei sein. Doch, doch, doch. Darf ich mir auch Thruster bauen? Das ist mir tatsächlich voll egal, was du dir baust. Warum sind da Komponentenkits in der Würfelkiste? Achso, wahrscheinlich war in der Komponentenkits-Kiste kein Platz mehr für Komponentenkits. Könnte ich mir vorstellen. Was bauen wir für Thruster? War Metal 3. Ja, deswegen habe ich von Metal. Also Spriteffizienz ist da nicht. Und 10 Komponentenkits pro Thruster neu. Ah. Naja, wirklich besser macht es das jetzt auch nicht. Also, viel schneller ist es jetzt nicht so. Ja, ich muss jetzt aufschubtechnisch gucken. Sollen wir Ember holen und nach dem Zwerg gucken? Wollen wir das? Ich möchte Trust mit Truster spielen. Ja, dann spiel mit Trust, dann fahre ich allein. Bremsen kann ich einfach nicht. Aber muss halt vorne auch einen Bremstruster dran machen. Ha, ich baue mir nochmal einen zweiten. Ganz sicher. Super Idee.
Okay, ich habe die perfekte Vielleicht Idee. bauen wir uns einen riesigen Transportkahn und fahren an der Küste entlang zu unserer neuen Heimat. Unserem neuen Heimat. Zu unserem neuen Heimat. Zu unser neuer Zuhause. Genau. Okay, ich Wo gucke ist der erstmal, wie verbrannte krass. Wald? Ach da. Ich gucke erstmal, wie krass ich mich damit komplett wegschleudern kann, wenn ich den einfach nur irgendwie dumm irgendwo hinbaue. War denn der Zwerg in dem verbrannten Wald? Ich glaube rechts unten, gell? Ja, das kann sein. Ich habe in meinem Singleplayer habe ich einen kompletten verbrannten Wald abgeholzt. Ich sehe mich jetzt schon sterben hier in dem Teil. Meine letzte Botschaft. Also, die sind im Kreativmodus ja viel besser. Dinger packen ja gar nichts. Ja, weniger als gar nichts. Anstrengend. Irgendwelchen nicht funktionierenden Thrustern. Also, ich habe schon ein Problem. Ich hatte 20 Benzin im Thruster, ich habe den Thruster abgebaut, jetzt habe ich keine 20 Benzin mehr im Thruster. Dann hast du die jetzt wahrscheinlich im Inventar. Nö. Ich habe 20 Benzin kaputt gemacht. Puh. Vielleicht sind die auch in deinem Kanister, Nope. in deinem Nirgends. Tank. Nö, ich hatte ja nicht immer, ich hatte meinen Tank ja nicht mehr im gleichen Fahrzeug. Ja, ich merke Nirgends. schon, Thruster sind toll. Thruster sind super. Die haben mir einfach mal Benzin geklaut. Was habe ich jetzt gemacht? Auf einmal mit Motor und Thruster ohne die Dreiecksteile geht. Also. Ja. Außer benzinverbrauchstechnisch. Ach du Scheiße. Eieiei. Ich meine, ich habe Vielleicht jetzt auch nicht braucht mehr der so. einfach so viel Benzin. Nee, das denke ich tatsächlich nicht. Vielleicht hast du gar nichts verloren, sondern einfach nur Verbrauch. Ja, ist schon. Also ist jetzt leer. Ich habe jetzt 3 Benzin mal eben weggeballert. Drei Benzin oder 3 20er Stacks? 3 Benzin. So mal eben. Also Jetzt das. ist hier immer noch kein neuer Zwerg, das gibt's doch nicht. Haben wir Thruster hier aus dem brauche Wald ich schon unseren schon. zweiten geholt? Ja, kann sein. Wir haben letztes Mal einen eingesammelt. War der von hier? Oder war der von woanders? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch Wo nicht. gab's denn noch einen? Haben doch noch mal irgendwo. Ach so, der war von ganz, ganz fern. Ganz weit weg war der, ne? Von ganz weit weg. Also ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also, der Thruster hat mir einfach voll mein Benzin abgezogen. Bin ich hier ohne Benzin? Muss ich dich jetzt abholen oder was? Nee, ich bin schon wieder bis nach zu Hause, aber so jetzt ich. Also ich hätte mir da jetzt schon ein bisschen mehr erhofft, so. Oh nein, ich hänge in Mais. Schade. Werde hier nie wieder wegkommen. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt hänge ich am Fels. Es wird Zeit, dass man hier mal ein paar Bäume fällt, dass man wieder in Ruhe Ja. fahren kann. Ich möchte Kleidungskisten öffnen, aber ich habe keine. Oh. Ich habe auch keine. Oh. Habe ich noch? Endlich mal das. Dann mache ich jetzt den nächsten Test, und zwar Test mit Musikblöcken. Bin jetzt Wagners Testfirma.
So, wo habe ich den Knopf? Das Raster weg und dann muss ich das Ding hin. Kann ich eigentlich auf mein Bett so eine blöde Kiste setzen? Nö, natürlich nicht. Verdammt. Na, das wird jetzt ein Spaß. Was ist los? Also, ach, ich hab's geschafft, in mein, also, ne? Wieso sind die Augen in die Richtung gedreht? Das ist so nicht. Ach, du hast in deinen Kopf reingezoomt und du siehst deine Zähne von innen. Nee. Warum haben wir Zähne, wenn der Mund nie offen ist? Warum? Ich weiß, ich mich frag, warum die Augen nach innen gucken und nach außen. Hä? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist sehr, sehr, sehr verstörend. Außerdem, unser Mund ist ganz leicht offen. Wo? Also bei mir unter meiner Maske ist der ganz leicht offen. Glaube ich nicht, so. Du lügst. Ja, so. Guck halt. Ich sehe deinen Mund von innen, wenn ich gucke, ne? Ich guck halt über Ding, ne? Twitch. Hallo. Oh je, oh je. Ich brauche dringend neue Kleidung. Wir brauchen Bananen für Mountables. Achso, du brauchst neue Kleidung. Was brauchen wir denn für die Kleidungsboxen? Nee, da brauchst du auch jeweils einen Zwerg. Ja. Oh nee. Ja, ich hab das können wir machen, Banane, wenn wir die Waffen haben. Ja, ich hätte jetzt auch eher dran gedacht, Kisten. Ich hab eine Banane, ne? Ja, macht ja nichts. Irgendwann mal gefunden. Ja, ich meine nur, dass ich die dann irgendwie irgendwo beisteuere. Ja, hat ja auch einen Teil dazu bei. Einfach in die rechte Farmkiste stopfen. Jo, ich bin gerade kurz ein bisschen unterwegs, in der Hoffnung, irgendwas zu finden, ohne Benzin. Ich kann auch Benzin suchen. Ein Brot. Ich hab Thruster. Stimmt, ich muss testen. Ich brauch Öl und dann muss ich testen, die Thruster mit Booten. Ich brauch Luftpolster. Ich kann ganz viel Zeug machen. Ich hab die Ideen. Thruster sind gar nicht für Flugzeuge, sondern einfach nur für Wasser, weil auf dem Wasser habe ich auch nicht so einen großen Widerstand. Dann kann ich einfach ein bisschen übers Wasser sliden, ohne Probleme. Und funktionierendes Boot schon geklärt. Was bräucht? Was gibt's hier? Wo gibt's hier so Luftpolsterfolie? Die können wir noch ran. Doch hier. Dafür brauchst du auch die Öl. Braucht auch Öl. Ja, das habe ich mir halt fast gedacht. Egal, dann gehe ich jetzt ganz fett Öl sammeln. Ich hänge hier gerade ein bisschen am Mais rum. Also. Ja, blöd. Ne? Nur ein ganz klein wenig. Ja, dann ist ja okay. Aber ey, Hang ist schon hart. Aber jetzt, dass man mehrere rausbekommt pro Öl, ist Ölsammeln schon angenehmer. Also da kann man das schon mal machen. Boah, hier ist viel Öl. Oh, oi, oi, oi. Ja, tagsüber findest du es halt auch leichter. Hier ist ein Farmbot, der irgendwo an der Seite rumbackt. Ich lasse den einfach da mal sein. So, wenn er Spaß da hat, warum nicht? Atmen. Genug geatmet für heute. Ich sammle Öl den ganzen Tag. Ich sammle Öl so viel ich mag. Oh, ich habe ein bisschen Glut mitgebracht. Aber nicht viel. So, ich könnte mal wieder einen Kühlschrank bauen, dass wir das Essen da lagern können. Ja, vielleicht hänge ich ihn diesmal höher. Ja, mach ihn so, dass die kleinen Fotzen nicht rankommen. Boah, fast 600 Metall. Junge, Junge, Junge. Aber dafür sind unsere Kisten relativ leer, dass wir so viel Material haben. Ja, wir haben also, auch außer natürlich die Circuitboard-Kiste. Also, wenn man Circuitboard zu Komponentenkits machen könnte, das wäre echt praktisch so. Ja, irgendwie so im Tauschverhältnis 10:1 wäre ich ja okay, wäre ich ja voll dabei. 10:20, das wäre voll okay. Einfach alleinig nur dafür, dass man den ganzen Platz dann hat. Oh,
Aber ich kann den nicht gescheit an die Wand hängen. Stelle ich ihn halt auf den Tisch. So. Erstmal Wokfleisch rein. Stell ihn einfach vor die Schnecke, die beschützt den dann. Genau. Hast du die überhaupt gefüttert? Nee. Warum nicht? Ja, die wird schon überleben. Die despawnt, wenn du sie nicht rechtzeitig fütterst? Nee. So, wie sieht's hier aus? Nicht gut. Rüben, 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 Rüben. Boah, alleine für die Luftpolsterfolie werde ich schon ein ganzes Stückchen an Öl brauchen. Du blöder Brokkoli. Und ihr scheiß Ananaser. Ich brauche ja schon so eine kleine Plattform, also. Was muss da schon gehen? Bisschen Öl muss da schon fließen, ne? Jetzt mal Burger, 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 Burger. Ich fahr erstmal mein Auto rein. Das kann hier nicht einfach so stehen bleiben. Was, wenn es regnet, dann rostet es nachher noch. Das geht gar nicht. Mein Auto ist aus Holz. Nee, deins. Mein Auto ist überhaupt nicht aus Holz. Ja, dann ist es Auto ist aus Holz. Dann ist es aus rostfreiem Edelstahl. Ja, na und meins ist schön lackiert und so. Soll ich deins auch lackieren? Nein. Ja? Ja. Das coole Design bestimmt. Ganz also, mir fällt sicher. Da bestimmt was rein. Ganz, ganz sicher bin ich da. Ich mach jetzt mal ein paar Burgers. Burgers, Burgers. Jetzt habe ich ein bisschen über 20. Ja, da geht. Mach ich noch das hier vorne, dann komme ich so langsam wieder Richtung Hause, nach Hause. Burgers. Irgendwann reicht auch. Nee. Burgers, Burgers. Burgers, Burgers, Burgers. Ganz, ganz viele Burgers. Ich lauf nach Hause den ganzen Tag, weil ich das mag. Oh Gott, es wird dunkel. Werde sterben. Du, du, du. Oh, hier ist ein Eimer. Oh, den habe ich schon mal pink. Ein Eimer. Kein Mensch braucht Eimer. Zeit sind ja, vorbei, als wir Eimer gebraucht haben. Deswegen habe ich den gelassen und pink gefärbt. Mein Zeichen meiner... Das, ich habe ihm so quasi gezeigt, so, yo, Digga, du bist voll unbrauchbar, geh mal weg. Ja, du bist so unbrauchbar, dass du sogar pink bist, ja? So, das ist, also, das ist die Frage. Mach ich jetzt quasi einfach ein flaches Brett aus Luftpolsterfolie oder mach ich quasi zum Beispiel eine Holzplatte und links und rechts dann zwei so, keine Ahnung, 3x3 Balken oder so aus Luftpolsterfolie als Treibkörper? Was ist der Plan? Ich weiß es nicht. Probier's doch einfach. Nimm doch Farmer als... Nimm doch einfach Farmer. Die schwimmen doch auch. Ja. Davon kannst du doch jeweils einen rechts, einen links hinstellen. Ja, ich habe das Gefühl, dass das mit rechts, rechts, links und in der Mitte eine Platte stabiler sein wird, als wenn ich's komplett mache. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel du brauchst, dass du über Wasser bleibst. Es kommt wahrscheinlich drauf an, wie viel Gewicht du sonst hast. Ich weiß nicht, wie die Physik oder so hier in dem... Ich würde es jetzt ja mal zwei breit machen, weil... Da kommt ein Thruster, ein Sitz, ja, vielleicht später noch ein Tank, aber fürs Erste brauche ich eigentlich keinen Tank, daher. Natürlich brauchst du einen Tank, wenn du Thruster hast. Ja, nee, ich kann auch 20 Benzin in den Thruster reinlegen. Ja, schön. Und. Ja, dann? Für Testzwecke reicht. Wie weit willst du mit diesen 20? Für Testzwecke, okay, wie viel kriege ich? Aus 5 kriege ich 10, oh mein Gott. Oh mein Gott. Den hab. Wie breit mache ich das? Wie breit ist denn so ein Sitz? Oh, dieser schwule Brokkoli. Der wiegt so viel und okay, die wiegen gleich viel. Es ist scheißegal, welchen ich nehme. Theoretisch 4 breit reichen. Wenn ich es dann 4-mal mache, dann habe ich 4 breit, 10 lang. Das sollte eigentlich. Wo bist denn du überhaupt? Wo baust du dein Boot? Hey, ich bin in unserer Basis und tu Zeug bauen.
Warum baust du da dein Brot? Ich baue hier Plastikfolie. Ein Sitz. Geh weg. Jetzt mach schlechter Sitz kaputt und mich nicht. Warum steht hier eigentlich schon wieder kein Sitz? Wie oft habe ich hier jetzt schon wieder einen Sitz hingestellt, dass man sich angucken kann? Wie oft? Hä, wo ist der Beifahrersitz von meinem Auto? Achso, den habe ich vorher, glaube ich. Er ist auf deinem Auto. Nein, eben nicht. Das ist ein Problem. Ich habe ihn gefunden. Perfekt. Dein Auto sieht komisch aus. Du siehst komisch aus. Oh, ich bin durstig. Ja, ich bin. Ich esse Burger. Oh. Im Kühlschrank sind dann noch 3 Burger. Oh, da, wie viel davon kann ich mir nehmen? Wo ist der Kühlschrank? Hinterm Cookbot. Oh, ich dachte, der gehört zur Wand. So unpraktisch der Platz ist, das ist der praktischste, den ich gefunden habe. Klingt blöd, ist es auch. Na, als nächstes machen wir da wieder Karotten. Wenn dieser blöde Brokkoli und dieser blöde Ananas mal fertig ist, mein Gott, das gibt's doch nicht, wie lange das Zeug braucht. Das ist ja so, unmenschlich. Hier im Trockenen am Land baue ich, bastel ich das jetzt erstmal. Ich will aber sehen, wenn du das ins Wasser lässt. Ja. Meinst du, es ist eine gute Idee, da jetzt zu bauen, wo gleich die ganzen Bots kommen? Ja. Es sollte so mein Grundgerüst sein, hatte ich als Plan. Ich würde eher auf Fläche gehen und nicht auf Dicke. Das ist, denke ich mir jetzt irgendwie auch, weil sonst kippe ich um oder so. Ich weiß halt nicht, wie die Physik hier mit Wasser ist. Es gab noch nie Wasser. Wasser ist für uns alle Neuland. Wir müssen danach mal wieder gucken, dass wir ein bisschen Karottensamen haben. Dann können wir wieder Dünger machen. Dann wächst das ganze blöde Zeug schneller. Yep. Tomaten habe ich einigermaßen. Rote Beete habe ich auch. Aber Karotten ist es sehr mau. Ja, wobei Tomaten müssten wir auch machen. Okay, Bots, lass mich in Ruhe, Bots, lass mich in Ruhe. Oh Gott, Gott, warum kommen da jetzt auf einmal so viele? Was hast du angepflanzt? Immer noch Brokkoli und Ananas. Achtung, von hinten! Von hinten! Ich sehe ein Tapeboard links. Ich bei deinem Auto ist ein... Ja. Tapeboard tot, ich back im Boden. Spiel, lag, Hilfe, okay, Tapeboard down. Okay. Da ist noch ein Farmbot im Wasser auf der rechten Seite. Wo? Also, wenn Tapebots, ja, ist schon seine Bestandteile aufgelöst. Also, wenn Tapebots kommen, ist das gar nicht mehr so lustig irgendwie. Also, die Batterie von den Tapebots, die verbaue ich jetzt einfach in meinem Auto. Ja, bau doch einen Elektro-Thruster. Oh, ich dachte, ich kann halt den Thruster dran bauen, es geht aber nicht, schade. Genau, einfach mal ein ganz schweres Teil nehmen für ein Boot. Tolle Idee. Eigentlich sollte ich das da hinten, wo ich den Schwast daran mache, am besten auch aus Luftpolster. Na, egal, ist. Also auf die zwei Holzblöcke, die ich hier baue, kommt halt. Du musst schon Holz nehmen, sonst hast du nichts zum Anbauen. Ja. Also theoretisch würde ich das jetzt halt so ins Wasser lassen. So, da verbinde ich das mit dem und dann. Warte, jetzt muss ich nur gucken, wie rum. Warte, ich tue es erstmal hier an Land, dass ich. Da muss ich gleich noch Benzin machen. Das ist gerade falsch. Nur ein bisschen also, Benzin. Du verstehst, nach welchem Prinzip es geht, ne? Nein. Nicht? Ja, schade. Hab's mir nicht so genau angeguckt. Okay. Ich würde jetzt halt eigentlich sagen, ich mache jetzt erstmal einen Knopf, weil mit dem Knopf kann man es irgendwie immer besser kontrollieren dann. Ein Knopf und dann einfach so viel Benzin wie geht. Oh, es geht gar nicht mehr so viel Benzin, weil ich schon so viel Luftpolsterfolie gebastelt habe. Ja, läuft bei dir. Ja. Dein Auto neigt sich in die falsche Richtung in den Kurven. Du neigst... Hä? Nee, gar nicht. Doch klar.
weiß nicht, nach rechts lenkt, dann müsste sie es doch nach rechts neigen und nicht nach links, oder? Hä, du lenkst gerade... Warte, lenk jetzt mal nach rechts. Ja, guck, jetzt neigt sich nach rechts. Nee, das neigt sich ja nach... Das neigt sich so, wie es ist. Lass das Auto in Ruhe, das ist so völlig richtig. Geh aus meinem Auto. Das ist meins. Ey, jetzt wollte ich gerade über Kopf fahren, Mann. Ja, dann kipp's halt um, dann kannst du über Kopf fahren. Auch wenn das ja, du hast mich ja... Ist. So. Ja, so das kann ist man praktisch. Schnell bremsen. So, kann so man kannst du das... So kannst du das auch gut auf ein anderes Auto bauen beim Umzug oder so. So kann ich Winterreifen drauf machen. Warum ist eigentlich diese Lampe hier unten? Ja, war die nicht mal da oben. Ist da oben was kaputt? Da war doch, oder? Hat der Tapebot auf unsere Beleuchtung geschossen? Der Pisser? Jetzt kannst du die da drunter machen, unter das Dreiecksteil. Das ist viel besser als davor dann. Optimierung. Optimisation, man kennt's. Also 20 Benzin habe ich dann noch. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, wie viel Kraft ich im Wasser brauche. Brauche ich im Wasser Maximum bestimmt? Ich habe keine Ahnung. Wenn es so klein ist... Ich habe noch nie was auf Wasser gebaut. Wenn es so klein ist, lässt sich mit Maximum bestimmt nicht steuern. Ich mache mal ein bisschen weniger als Maximum. Oh, aber an sich bin ich bereit, das jetzt ins Wasser zu lassen, ne? Ja, warte, das will ich aber sehen. Aber ich glaube, ich guck mal, was unser Brokkoli macht und unser Ananas. Okay. Oh, Brokkolis und Ananas sind quasi fertig. Werde ich gleich die nächste Runde anpflanzen. Gucken, dass ich es irgendwo dann tief ins Wasser bekomme. Und dann, ich darf es nicht von so hoch fallen lassen, weil ich möchte ja nicht. So ist gut. Brokkolis. Bist du bereit? Ananas. Nein, ich muss komm noch her. Kurz anpflanzen. Komm her. Anpflanzen. Komm her. Willst du deine Spudling an oder nicht? Ich möchte alles, komm her. Kommst du rum hier? Kommst du rum hier? Kommst du rum? Unauthorized Farming detected. Ja, heul doch. Hinter dir. Rollen, das wird so untergehen. Ich seh's schon untergehen, ne? So, ich setz du dich drauf, ja. Ich nehme deinen Gift weg. Also, ich weiß ja nicht, was ich erwartet habe, aber du brauchst mehr Fläche. Ich brauch viel mehr. Du brauchst mehr Fläche und mehr Stabilität. Ich brauch hauptsächlich mehr Fläche und Treib und alles. Ich brauche. Ja. Dann brauchst du wahrscheinlich auch mehr Öl. Ich brauch sowas von. Ach, warum ist dieses Luftpolsterzeug auch so unnormal, so unglaublich teuer. 17 Brokkolis, 27 Ananas. 17 Brokkolis? Ach Mann, könnten das jetzt nicht 20 sein? Dann könnte ich nochmal zwei Kisten wegbringen. Aber nein. Oder habe ich da noch Brokkoli? Ich bastel Luftpolsterfolie. Hast du deine Banane da schon reingeschmissen? Nö. Oh, dann gib die mir mal. Ich bin gerade im Wasser, ich komme gleich. Ich bin gerade ein bisschen Öl am Sammeln. Ja, dann schmeiße in deine rechte, in die rechte Kiste dann. Okay, bei der Farm? Yep. Da, wo das ganze Gemüse gezeugt ist. Bin ich gerade noch so hin. Weil dann haben wir da nämlich auch noch einen Stack voll. Gott, ich muss gleich mal atmen, das darf ich immer nicht vergessen. Gehe ich nämlich nachher einfach mal zu unserer Obstverpackungsstation. Dann habe ich zweimal Ananas. Einmal Range. Hier sind nochmal 20. Die einmal ich Banane. Noch. Kann ich schon. Ja? Was habe ich sonst noch? Banane? Nur Banane. Oh Mann. Irgendwie, ich weiß nicht, da kommt man kommt zu gar nichts hier mit dieser blöden Farmerei. Was soll denn das? Warum dauert denn das so lang? Aber Ananas ist schon der geile Stuff. Ananas gibt auch nicht so viel Samen. Was sagt eigentlich unser Batteriecontainer für die Farmabwehr? Hoch 54 Batterien noch. Das reicht noch unser Leben lang. Ja, guck, wenn jetzt langsam Tapebots kommen, dann füllt sich der auch wieder.
Das Problem ist, dass die Segenabwehr halt für die Tapebots überhaupt nichts bringt. Ja, gut, muss man nochmal ein bisschen nachhelfen. Ich kann jetzt gleich auf jeden Fall nochmal ein ganzes bisschen mehr Luftpolsterfolie bauen. Ja, ich mache immer Stück für Stück. Sehr gut gegen Tapebots. Luftpolsterfolie hilft super gegen Tapebots. Ich meine immer Stück für Stück. Nicht, dass ich zu viel baue und dann am Ende viel zu viel Luftpolsterfolie habe, die ich gar nicht brauche. Das heißt, du bist schon wieder an Land? Nö. Gleich, ich bin gerade auf dem Weg zurück. Aber so auf dem Weg zurück tue ich schon so langsam alles, was ich noch irgendwie irgendwo sehe. Schön mitnehmen hier. Schön mitnehmen! Oh, immer mitnehmen. Aber die Tapebots stehen eigentlich immer an der gleichen Stelle, gell? Hey, komm, kommen die von irgendeinem Lagerhaus oder so? Vielleicht bauen wir einfach da eine Mauer hin. Das Problem ist, wenn wir so eine Armmauer haben, dann sehen wir halt auch nichts. Ich kann da bestimmt durch drüber, was weiß ich, schießen. Ich kann da bestimmt irgendwas hacken. Ja, normalerweise ist... Die Arme sind nicht sehr stabil. Das ist ein Farmbot einmal dagegen gelaufen und dann ist so ein Arm weg. Gut, ich meine, egal wie, die Tapebots... Ja, Tapebots machen eh alles kaputt. Die Tapebots sterben dadurch ja nicht, dass du da irgendwie. Ja, aber vielleicht treffen die uns dann dadurch einfach nicht so gut, weißt du? Na gut, echt, jetzt bin ich in die Höhle geschwommen und hier ist gar nicht, als ob die uns jemals nicht treffen, denen ihre Dinger, die visieren, die fliegen uns hinterher oder so gefühlt, also. Wieso? Uns haben sie vorher nicht getroffen. Mich einmal. Gut, ich stand auch relativ nah dran tatsächlich. Ja, ich saß oben auf unserer Farm und da hat mich gar keiner getroffen. Der trifft also gut, auch wahrscheinlich erst den Sitz, bevor er dich trifft. Weiß ich nicht. Oh Gott. Denk schon. Ich sammle ganz viel Öl. Könntest eigentlich mal so langsam wieder heimkommen, weil... Ich bin doch schon auf dem Weg zurück nach Hause, mach keinen Stress. Ich weiß, dass in 15 Minuten die Farm kommt und dass du die Banane brauchst. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Wir müssen die Folge beenden. Die Folge beenden. Du kannst die Folge auch ohne mich beenden. Nee, weil ich dann aus dem Spiel rausgehe. Da trinkst du. Ich warte doch ganz kurz. Ich bin gleich da. Ich kann dich sehen. Soll ich dir winken? Nee, mach mal nicht. Ich guck nicht hin. Dann esse ich am... Ich esse jetzt am Meer. Oh. Wenn jetzt ein Sonnenuntergang wäre, dann könnten wir ein schönes Picknick machen. Tja, Sonnenuntergang. Schön wär's. Oh, ein Brokkoli ist fertig. Hier bin ich. Ne, jetzt pflanze ich nicht den nächsten. Wo ist hier? In der Farm. Ich will deine Banane, ich will deine Banane. Oh, okay. Das klang falsch. Klang voll falsch. Naja, rechte Kiste hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Ich habe 20, 40, 60, 80, ich habe 96 Öl. Reicht erstmal. Ja, für ein bisschen. Möglicherweise, ja. Polsterfoliengedöns. Ja, dann würde ich sagen... Ein bisschen Luftpolster. War's das für diese Folge? Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.